Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Raft mit Voucher mit unserem Captain Aldala. Schön, dass ihr reinschaut. Wir sind gerade beim Haifisch. Ich habe schon mal angefangen, dass es nicht zu lange dauert, weil wir wollen heute im Content tatsächlich den Händler und die Müllpresse bzw. den Recycler probieren. Ich will mich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen. Den habe ich jetzt aber hauptsächlich gemacht, weil ich Futter brauche und habe auch gemerkt hier, dass wir wahrscheinlich nochmal um die Ecke müssen zum Tauchen. Ich würde mal kurz hochgehen, die Kartoffeln runternehmen, wenn die noch drauf liegen, oder habe ich die schon gefuttert? Die sind fertig. So, ich würde sagen, zwei Hai und eine Kartoffel und da sind wir dabei. So, getrunken hast du. Dann würde ich dir die Kartoffeln gönnen heute. Und zack. Ja, richtig, eine Haiflasche habe ich hier rausgeholt. Ich überlege gerade, ich habe doch Hai gegessen. Das lassen wir mal hier drin. Die nehmen wir nochmal mit. Den Haikopf räume ich natürlich mit euch nochmal weg. So, die erste Sauerstoffflasche, die lassen wir jetzt einfach mal an. Komm, wir gehen mal rüber, gucken, ob da wirklich jetzt ein Händler ist. Und dann müssen wir uns Metall besorgen. Was ich jetzt aber nicht machen möchte, ist den Vogel. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Die Schaufel nehme ich aber mal mit, falls wir Dirty finden. Und für den Fall, dass das Schwein da ist, vielleicht machen wir uns gleich nochmal eine Handvoll Pfeile, weil das Schwein können wir schon. Waren aber noch die billigen Pfeile, gell? Oh, da brauche ich Planken. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Planken habe ich leider keine mehr, aber ich nehme mal Stein mit. Ja, nehmen wir mal so Päckle Kunststoff mit. Und dann haben wir ja die Axt. Dann holen wir uns drüben gleich Planken und dann geht's los. Schawüppelchen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob ich wirklich den Händler da gestern ausmachen konnte. Oder ob ich mich da getäuscht habe. Vorne wäre eine kleine Kokospalme gewesen. Ich gehe mal hier hoch. Da müssen wir ja erstmal rausfinden, wo der Vogel ist und so weiter. Ich meine aber, ich habe hier Licht. Da oben ist tatsächlich die Hütte, ja. Also, das funzt. So, jetzt lassen wir. Jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, dass kein Hühnchen hier auf der Insel ist. Da ist das Schwein. Das Schwein könnte ich ja eher mit dem Speer machen. Ich meine, das Schwein könnten wir auch wirklich, wirklich kurz. Oder lass mal erstmal. Wir gucken mal, ob wir so rumkommen. Ich nehme gleich ein paar Planken mehr mit. Wir werden noch welche brauchen. Weißt du was? Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zum Händler und verschaffen uns nochmal ein ganz bisschen einen Überblick, was wir überhaupt kaufen können. Ich glaube, es beginnt ja damit, dass du diesen Schrott oder was pressen musst. Und dann kriegst du die Angelköder. Und dann kannst du Sachen rausfangen. Das werden wir natürlich dann auch machen. Dann kannst du hier Sachen rausfangen aus dem Meer, was der dann wieder dir tauscht. So. Oben läuft es, glaube ich, gell? Oder? Zumindest ist es vorhin dahinter geschlüpft. Komm, das schaffen wir, dass wir da einmal kurz durchlaufen. Da wäre ein Fass. Das hole ich mir. Schrott brauche ich keinen, aber das Fass habe ich jetzt schon gesehen. Jetzt will ich's. Jetzt möchte ich es gerne. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Da wäre dann die Höhle. Oder zumindest ein. Ja, guck mal. Kann aber natürlich sein, wenn wir Pech haben, dass der Vogel jetzt hier Zugriff hat auf die Händler-Location. Naja, der ist nicht da, er ist auf der anderen Seite. Hallöle Popöle! Also pass auf, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Hier rein kommt man ja nicht, ne? Oh, die nehme ich aber mit. So. Also, die da sollte man wahrscheinlich dann kaufen für einen Müllwürfel. Mit dem Müllwürfel. Du kannst auch Kunststoff mit Müllwürfel kaufen und so weiter. Hier geht es dann um Handelsmünzen, ne? Rezepte geht es um Handelsmünzen. Lufthorn. Garderobe, Kompass. Sag mal. Alter, da kannst du schon reingucken. Spiel, gell? Kochmütze. Tarnbrille. Oder will ich aber alles haben dann irgendwann. Beim Verkaufen kriege ich praktisch eine Handelsmünze und 10 Ansehen, wenn ich das Zeug hier fange. Gibt es da irgendwie den absoluten Hammer? Oder gibt es zwei Handelsmünzen für ihmchen, aber kein Ansehen? Hä, warum nicht? Boah, 100 Ansehen für einen Fallenschnapper. Rang 2. Ein C könnte fehlen, wenn du nicht aufpasst.
Also gut. So, was ich jetzt noch überprüfen muss, habe ich in den Kommis gelesen. Hier gäbe es angeblich eine Kiste beim Händler immer, die ich dann übersehen habe. Vielleicht ist ja da spezieller Loot drin, aber ich sehe im Moment tatsächlich hier keine Kiste, Leute. Ist die nicht bei jedem Händler? Also hier komme ich nicht rein. Unten lag nichts. Da kann ich nirgendwo drauf zugreifen. Könnt ihr ja nochmal mitteilen? Ein paar haben geschrieben halt, dass da beim letzten Händler eine Dings war, eine Kiste, die ich nicht mitgenommen habe. Hier sehe ich jetzt im Moment keine. Vielleicht gehe ich nochmal tagsüber hin. Wir werden ja heute bestimmt unseren Recycler aufbauen. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir kurz zurück, weil ich ja nichts mehr sehe. Wir gehen natürlich dann nachher nach oben. Können wir dem Vogel ein bisschen ausweichen. Wir müssen den ja nicht grundsätzlich mitmachen. Wichtig wäre halt, dass wir jetzt gleich Metalle besorgen gehen. Lass mal kurz hier, pass aber auf, wenn ein Kugelfisch kommt. Hier hast du auf jeden Fall schon mal Metallschrott. Hier ist so ein ganz kleines bisschen eine Küste. Wenn ich jetzt natürlich hier gleich Metall finden würde, könnten wir auch gleich loslegen. Ich meine, ein bisschen sieht man ja noch was. Aber das sind alles nur Steine, gell? Ja, wir brauchen jetzt die Metalle. Und eben habe ich das Gefühl, wir sollten auch die Sachen hier mitnehmen. Was haben wir hier? Sand nehme ich jetzt auch nochmal mit. Ja, wir müssen aufs richtige Riff halt, ne? Das kann sein, dass wir hier was finden. Ich weiß es nicht, ich sehe nichts. Ja doch, da wird es schon noch was geben. Müssen wir aufpassen, wenn ein Kugelfisch kommt. Dass ich gleich. Die kann man ja nicht, oder? Bei Subnautica konnte man die. Oh, ist da Sauerstoffflasche durch? Nee, war ich einfach zu lange jetzt unter Wasser. Ja. Schnappen Sie da Luft, mein Freund. Nix, komm, wir gehen tagsüber tauchen. Was macht mir das so ein Stress? Dann wird es halt nochmal Nacht. Ich kann auf der Insel bleiben, bis wir alten Grau sind. Oder? Haben wir doch keine Probleme hier. Die nehme ich jetzt gerade mal mit. Dann haben wir da unseren Vorrat wieder ein bisschen vorangetrieben. Jo, komm. Machen wir gleich mal unsere Metalltour. Wir können ja mal gucken, während ich vorschwimme, was wir brauchen. Wir brauchen für den Herrn und von zu Recycler. Die Sachen haben wir, glaube ich. Prüfen wir gleich. Eine Leiterplatte muss ich noch bauen und vier Metallbarren. Und die Leiterplatte, das müssten wir haben. Dann bauen wir uns die jetzt schon mal und dann gehen wir pennen. Hier ist alles gut. Ja, weißt du, da willst du natürlich auch sehen und machen und tun, aber wir müssen das ja nicht fertig kriegen in 2 Minuten. So, weiß nicht, ob der Haifisch schon wieder da ist. Ich nehme es aber mal schwer an. Ich guck schon mal, wenn ich ihn sehe, kriegt er gleich nochmal das Spitzle in der Bovis. So. Ist doch viel besser. Essen wir gleich, stärken uns und gut ist. Ah, erstmal noch ein kleines Geschäft machen. Direkt bei der Möwe. Die arme. Die arme Möwe. So. genau. Das war natürlich wieder gut gemeint, aber kennst du mich auch, ne? So, die ist auch noch. Also besser kann es ihm ja nicht gehen. Guck dir die Werte an. Was haben wir denn hier alles drin? Kokosnüsse und Samen und so Zeug. Machen wir auf jeden Fall schon mal folgendermaßen. Tun wir die schon mal rüber. Tun wir die schon mal hier mit rein. Dann habe ich gesehen, bis wir unsere Metallerze haben, können wir flabbern. Holz haben wir ja ein bisschen geholt. Das kommt hier dazu. Ich räume gerade mal ein bisschen auf, ne? Dass wir wieder Ordnung haben hier im Geschäft. Nehmen wir erstmal hier. Die machen wir gleich auf, ist klar. Das kommt hier rüber. Das kommt hier rüber. Das kommt hoch. Hier unten haben wir nur die Tools drauf. Das passt dann auch. Sehr, sehr schön. Ach so, warte mal. Ja, wir wollten kurz prüfen, gell, ob wir alles andere dann da haben. Genau, pass auf. Also die Leiterplatte, die geht jetzt vor. Wir brauchen 2 Kupfer, 5 Kunststoff. Gehen wir rüber. 2 Küpfis. Kunststoff. Au, der Flapper habe ich vergessen. The Flabberling. Der alte Boxer. Wo habe ich die Federn eigentlich hingeschmissen? Die sammle ich doch momentan. Federn, Flabberlängen und Kunststoff.
Kunststoff. Leiterplatte ist hergestellt, sehr schön. Dann brauchen wir 4 Metallplatten, die müssen wir farmen. 2 Scharnieren, 2 Bolzen oder entweder oder. Warte mal, wir gucken mal. Ich kann ja mal spaßhalber 2 Bolzen. Also es würde mit 2 Bolzen auch gehen, ne? Aber würde auch gehen mit 6 Kunststoff. Das heißt, ich hau das jetzt hier schon mal kurz rüber. Dann nehmen wir es dann nachher gleich raus. 4 Metallwaren müssen wir farmen. Das wollen wir natürlich noch kurz sehen. Was haben wir? Einen Stuhl. Ja, irgendwann kommt der Gimmicktag. Scheiße. Das war ein bisschen spät von mir. Das war etwas spät von mir. Aber ich habe ihn zumindest abgewehrt. Also, pass auf. Machen wir das hier wieder da runter. Die möchte ich noch kurz wegräumen, die Sachen. Die brauchen wir jetzt nicht. Das kommt hier. Und die roten Bärchen hatte ich auch irgendwo hingelegt. Hier. So, wir haben gegessen, wir haben getrunken. Jetzt haue ich noch kurz frisches Wasser oben rein. Und dann ist das auch erledigt. Zack. Zack, zack, zack. Okay, jetzt geht's ans Tauchen. Da hinten, wo die Palme da rausguckt, da werden wir tauchen gehen. Ich hopfe hier ins Wasser. Hoffe, dass wir da hinten dann unseren Frieden haben. Bogen haben wir dabei, für den Fall der Fälle der Kugelfisch auftaucht. Wir nehmen natürlich mit Holz. Lama sehe ich links. Früher oder später wird es uns gehört. So, weiter. Hi. Burschürle. Komm schon als Schnürle. Na, sollen wir erst mal sehen. So, was wir auf jeden Fall machen wollen, ist die Höhle. Und jetzt holen wir erstmal die Metalle für den Recycler raus. Höhle dürfte da vorne sein, wo dieser König der Löwenfelsen ist. So, hier gehe ich ins Wasser. Hier gehe ich ins Wasser rein. Also Priorisierung liegt ganz klar auf Erz. Mach kein Fertz, ich brauche mehr Erz. Drüben sehe ich welche am Fels. Die nehmen wir mit. Das sind zwar Kupfer, aber die nehme ich trotzdem mit. So, ich gehe schon mal Spaß haben auf den Bogen. Ich gehe mal davon aus, der Haifisch lässt uns hier in Ruhe. Ja? Kugelfisch wäre so unser Ziel, wenn er auftaucht. Auf geht's. Küpferle. Küpferle. Weiter geht's ums Eck. Waren auch nochmal welche irgendwo da. Vorne sind welche. Es sind aber nur 3 Stück. Wir brauchen 4, ne? Ah, ne, es sind 4. Das hier ist unser Recycler, Leute. Jo, wobei ich würde sagen, da machen wir demnächst auch mal eine kleine Insel wieder. Da habe ich irgendwie immer ein besseres Gefühl beim Farmen. Ist auch überschaubar und irgendwie hat man dann auch irgendwann mal alles abgebaut. Ist auch ein sehr befriedigendes Gefühl, aber die 4 braucht man natürlich für den Recycler. So. Jetzt lass uns aber mal noch weiter in die Richtung tauchen gleich hier. Weil wir wollen ja später auch irgendwann mal die Netzkanone haben für die Haustiere. Wie es halt aussieht, als ob da oben was drauf wäre, müssen wir nachher mal gucken. So. Flapper haben wir erstmal genug. Ich würde jetzt tatsächlich halt einfach... Da hinten könnte eine Kiste sein. Da gehen wir natürlich jetzt hin. Hier. Ich würde sagen, da sollten wir uns nicht lumpen lassen. Wenn wir es sehen, nehmen wir es mit. Und wir hoffen ganz stark drauf. Da ist ein Kugler. Den Hammer. Der gehört uns. Sehr gut. Kann man gebrauchen. Hier ist die Kiste. Auch sehr schön. Hallöchen, was haben wir denn drin? Ja, guck mal, Dekorationspäckler haben wir wieder bekommen. Ich meine, da gibt es ja auch wirklich genug mittlerweile, ne? Ich würde sagen, wir gehen den Recycler bauen und schauen uns das Angelgeschäft gleich nochmal an. He?
will aber kurz da oben gucken. Ich habe das Gefühl gehabt, da ist was drauf, was ich brauche. Ein Kuglerhammer. Zwischen 2 und 4 sind es, meine ich immer, gell? Aber wir müssen ja nicht alle abfahren. Immer ein paar, weißt du, mal immer so ein bisschen was mitnehmen. Bin natürlich jetzt auch tierisch neugierig, was uns hier oben noch erwartet. Haben wir noch Platz für... nee, ich gehe lieber zum Fluss zurück, abladen kurz. Ich will nur einmal kurz da hochlaufen. Ich meine, da hinten habe ich einen Vogel gesehen gerade. Hier ist Schwein. Eins von zwei, oder? Sieht's mich dann schon aus der Entfernung? Glaube nicht. Okay, das war der König der... Was machst denn du? Jetzt hat es mich auf jeden Fall irgendwo erspäht. Ich hab's gehört. Ich geh mal hier rein. Oh, immerhin. Immerhin. Ich wollte eigentlich zum Fluss zurück, aber hey, wenn es da rumliegt, nehme ich's mit. Lass uns mal durchlaufen. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt noch die Pilze mitnehme... Aber dann ist auch recht, ne? Wenn jetzt halt hier noch eine Kiste ist, kann sein, dass ein bisschen was neben rausfliegt. Wo sind wir denn jetzt? Sehr cool. Geht schon los. Dann würde ich tatsächlich jetzt auf die Samen verzichten, weil die haben wir wirklich zu Genüge. Jetzt sind wir hier, dann sind wir hier. Okay, weiß ich Bescheid. Geh mal abladen. Die holen wir dann vielleicht später. Jetzt geh mal abladen, würde ich sagen. Weil sonst haben wir ein Problemchen. Wir finden hier noch einiges. Ne? Wie gesagt, oben rumlaufen wir auf jeden Fall, ob da ein Vogel ist oder nicht. Recyclerbaumer. Wir gucken natürlich, wenn wir Glück haben, dass wir unseren ersten Müll gepresst kriegen für die Köder. Naja, passt schon. Vor allem nehmen wir uns bitte die Zeit, die wir brauchen, Alter. Nur nicht stressen. Hier gehst nachher dann rechts rum hoch und dann gucken wir mal, wie wir rüberkommen noch. So, Leute. Lubdubidubabdu. Ja, das Schwein ist noch nicht... kann sein, dass wir das noch mitnehmen für Leder. Das ist ja wegen dem großen Rucksack. Wollen wir kurz gucken, was der große Rucksack braucht? Ich meine, das würde ja auch motivieren, dass wir das Schwein nochmal machen. Ich glaube, das machen wir eben. Dann hätten wir noch ein kleines Ziel, ganz parallel zu... den ganzen Dingern, die wir schon haben. So, ich gehe einmal ganz kurz hier durch. Pass auf. Wir haben hier auf jeden Fall die Samen. Die dann nicht. Die bleiben hier. Dann haben wir hier so Metallschrottzeug. Das. Ich lasse ihn jetzt einfach beißen. Irgendwann kommt der Tag. Also drei Leder haben wir. Ich nehme an, dass die halt hinten und vorne nicht reichen. Hier haben wir Ihmchen. Genau. Dann haben wir... Ich weiß jetzt momentan nur nicht, wo immer alles ist gleich, ne? Ne, ne, das ist hier. Das ist hier. Ich kann es sein, dass wir die Dinger schon verbraucht haben eigentlich. Ne, hier sind die Pilze. Die Pilze und die Erde. Also Erde haben wir schon mal ziemlich viele. Komm, wir gucken mal nach dem Rucksack. Also, ich glaube nicht, dass wir schon Leder rausgejuckt haben zum Entdecken. Wo ist denn der? Hier ist der große Rucksack. Wir müssen ein Leder entdecken. Oh Mist, da brauchst du Wolle dafür. Aber ich kann trotzdem das Leder ja schon mal erforschen. Ne? Wolle ist Lama. Lama ist dann Schere entsprechend, gell? So, Leute. Dann schauen wir mal hier rein. Tisch. Also, was wir schon einen Haufen Housing-Zeugs jetzt gefunden haben, ne? Einmal der Kugelfischkopf hier. Mango hier. Einmal kurz rüber in die Hauptkissen. Das kann man von mir aus hier dazu schmeißen. Das Holz schmeißen wir dann hier dazu. Ah ja, richtig. Ich erinnere mich. Deswegen sind wir ja eigentlich weg. Schmelzvorgang 1. Na? So. Dann haben wir davon 9 mittlerweile. Ich mache mal die Leder hier mit rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind da besser aufgehoben. Ja, ja, ja. Mal die Flapper hier rüber. Den Stein machen wir noch kurz hier dazu. Ich nehme mir nochmal 11 Holz für die Schmelzen zum Nachlegen. So, Leute, das schmelzen wir das durch, dann bauen wir den Recycler. Dann gehen wir oben rum alles abprüfen, ja. Und sobald wir die erste Müllpresse bedient haben, schauen wir uns natürlich die Köder an. Das möchte ich heute gerne machen. Das ist ein Riesenvorteil für uns jetzt hier, ne? Dass wir den Anker schon gebaut haben.
Wo hat denn der Hai gebissen? Hier nicht mehr? Irgendwo hat er doch gerade was rausgeropft. Ich sehe es nicht. Sag mal, andere Frage. Wir haben doch bestimmt noch mehr freigeschalten. Gerade jetzt. Also wir haben natürlich noch mehr. Also ich meine, das Fernglas können wir ja schon mal freiklicken. Das will ich noch drin lassen, dass ich die Übersicht besser behalte. Deswegen mache ich das auch. Man kann das auch gleich freiklicken, ne? Wenn das einer dann alles noch im Kopf hat. Ich mache es lieber so nach und nach. So, komm. Macht euch fertig. Jo, jetzt wird's eh Nacht. Weißt du was? Gibt ja auch noch andere Gimmicks. Vielleicht findet man den Schuh. Bis das durchlaufen ist, angel ich jetzt noch ein bisschen. Ja, sehr schön. Das kriegen wir heute auf jeden Fall hin. Und dann gehen wir auf dem hohen Meer. Aber ein Angelköder sind 4 Angelköder pro Päckle. Das ist nicht viel. Halt. Muss ja auch hier weitermachen. So, letzte Erze, die wir brauchen. Wir sollten schon 12 Angelköder mitnehmen. Oder? Ich weiß natürlich nicht, was man braucht. Das werden wir jetzt gleich sehen dann. Zur Not können wir auch die Insel morgen fertig machen. Habe ich jetzt kein Problem. War auf jeden Fall schon lohnend, dass wir hier angehalten haben. So, es wird dunkel. Dann würde ich sagen, letzter Biss. Perfekt. Jo, Digga, da geht's noch nicht weiter. Aber eines Tages. So, ich glaube, höhlentechnisch sind wir ja auch durch. Dann kann die Schaufel eigentlich hier bleiben. Die Angel bleibt auch hier, weil ich angel ja dann auf dem Floß. So. Kurz nochmal stecken. Ja, kurz nochmal stecken. Hier ist alles wieder auf Vordermann. Zack. Zack. Und so 2 Fische sind drauf. Und die Barren sind fertig. Zurück an die Kiste. Und der Recycler bitte einmal. Ich hoffe, das braucht jetzt keinen Strom oder so. Wow, ist das ein Lappen. Wow, ist das ein Lappen. Weißt du was? So ein Recycler käme ja hier ziemlich cool. Ich hält, ne? Letztens suche ich noch, wie ich das hingedreht kriege. Du kannst ja mit sanftem drehen auch. Aber ich würde ihn dann so hinbauen. Er braucht tatsächlich eine Batterie. Ah, ich ungern die Batterie jetzt da oben rausnehmen. Ich baue lieber nur noch mal eine. Früher oder später, wenn wir die ja laden können. Das heißt, ein Kupfer, Metallschrott und zack. Zack. Und zack. Batterie ist dran. Requires raw materials. Es gibt jetzt nicht eine Fläche, wo ich es aufmache. Rohe Materialien. Lass mal gucken, was der alles pressen kann. Ich weiß es ja nicht. Ich nehme mal so 20er hier. Fangen wir mal mit einem an. Mal gucken, ob er das nimmt. Palmblatt platzieren. Irgendwo eine Anzeige? Ah, okay. Einfache Batterie aufnehmen. Es steigt innen drin langsam, gell? Oh, das muss bestimmt knallevoll sein. Das ist doch das Einzige, was ich gerade sponsern würde. Ich nehme an 30, ne? Presst er jetzt schon daraus was oder... Vielleicht ist es auch unterschiedlich pro Material. Ich weiß nicht, ob ich noch nachpressen muss. Also ob ich jetzt noch was nachlegen muss oder
Ob das der Vorgang schon ist, wo er den Würfel baut, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Wir gehen mal essen, lassen es noch ein bisschen rumpressern. Wo ist denn der? Ah, da drüben ist er beschäftigt. Sieht für mich so aus, als ob ich noch nachlegen muss. Ja. Ich hau einfach mal rein. Irgendwann wird es ja vorbei sein. Wobei ich jetzt dann schon 60 mit Dings drin. Aber es ist natürlich eine schöne Möglichkeit, hier an Zeugs zu kommen, ne? Braucht er noch mehr? Würde ich auf morgen auf jeden Fall nachlesen, dass ich da im Bilde bin, weil ich nämlich die nächste Folge gleich hinterher aufnehme. Und dann will ich wissen, wie man den bedienen kann, weißt du? Entfernen? Ist mit Nennis klar, aber ich entferne das ja jetzt nicht. Jetzt, da ist der Würfel rausgekommen. Ist da noch was drin jetzt? Wird als Währung am Handelsposten verwendet. Also die ersten Angelköder können wir uns holen. Ich habe allerdings das Problem, dass ich die Mats jetzt im Moment noch sehr, sehr brauche. Ne? In dem Fall würde ich jetzt auch nicht übertreiben. Vielleicht holen wir uns einfach noch einen Würfel oder so. Ich lasse ihn mal noch weiterlaufen. Wir gehen jetzt mal zum Händler und holen uns mal die ersten Würmer. Komm her. Und wir wollen ja hier auch noch ein bisschen außen rumtouren, ne? Wir wollen ja nach oben gucken, so, das machen wir jetzt noch klar. Und falls dann morgen nochmal was rauskommt dabei, ist recht. Wenn nicht, ist egal. Ich überlege, ob ich das Schwein mitmache, weil wir... Ja, komm, wir probieren es. Wir hauen das Schwein noch kurz mit. Wir brauchen doch das Leder. Hallo, Stinky Fugi Mugi Dugi. Wollen wir mal gucken? Scheiße. Erwischt mich zwar ein paar Mal. Wollen wir mal gucken. Ja, das packst du auf der Einstellung. Ist recht. Ist natürlich der Vogelstein schmeißt parallel dazu, sind wir dead. Dann sind wir dead. Ja, dann braucht man sich da auch keinen Kopf mehr machen, wenn das irgendwo auftaucht. So. Das haben wir schon mal erledigt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das war doch hier am Rand mit ihmchen, ne? Wo habe ich gestern nochmal die Melonen gesehen? Da oben sind noch mehr Ananasitsch. Die hole ich noch geschwind. So. Gehen wir einkaufen. Höhle haben wir gemacht. Einen Kugelfisch haben wir rausgezogen. Recycler haben wir gebaut. Ich würde sagen, ein Schwein haben wir gemacht. Da ist das Hühnchen. Das Weißkopfhühnchen. Mons will zu mir. Das war aber knapp. Fast wär's mit dem Kiefer aufgekommen. So, unser erster Einkauf. Also hier, ich sehe keine Kiste, ne? Je nachdem, vielleicht ist ja nicht bei jedem Händler eine. Wir kaufen uns einfache Angelköder. So. Einfach und effizient wird von unerfahrenen Anglern verwendet. Sehr geil. Ich sehe hier tatsächlich nichts. So, pass auf. Mit dem Leben geht es einigermaßen. Drüben muss ich nicht unbedingt hin. Ich will jetzt da mal hoch, ne? Da oben ist nämlich noch eine Antenne. Also irgendwie sieht es aus, als wäre da oben noch ein Händler. Komm, wir gucken. Und dann gehe ich kurz zum Fluss zurück. Ich will was schauen. Kann natürlich sein, wenn jetzt der Vogel da kommt. Dem weiche ich dann schon nach Möglichkeit aus. Ne, sind einfach nur die Radarnummer aufgestellt.
ist eine Kiste. Was? Mango-Anna? Mango-Nana. Wieder was vom Entsafter. Probieren wir natürlich gleich, dass wir wissen, was es uns bringt, ne? Lama haben wir hier auf jeden Fall auf der Insel. Ich sehe keinen großen Vogel im Moment. Kann das sein, dass nicht auf jeder großen Insel... Oder ist es beim Händler? Also ich habe jetzt keinen großen Vogel gesehen. Bis jetzt. Was ja okay. Wir brauchen nicht unbedingt. Schlama, Schlama, mach doch kein Galama. So Leute, jetzt kommt der große Moment. Wir gehen nochmal kurz zurück. Ich will eben was schauen. Irgendwie reizt es mich jetzt zu gucken, ob ich es schaffen würde, morgen in der Folge das Hühnchen mitzunehmen. Ob ich alles bewerkstellig kriege. Weil es sind bestimmt noch ein, zwei Kugelfische hier im Wasser, wenn man ordentlich sucht. Einmal will ich jetzt aber hier kurz, ne? Ja, das wird dann nicht reichen, Digga. Ist kein großer Vogel auf der Insel. Neues Recht, oder? Komm, wir gucken kurz, was uns fehlen wird. Schade, hat nicht gereicht. Was uns fehlen würde, das Hühnchen zu fangen. Wir brauchen mindestens ein Netzprojektil für eine Chance. Und ich meine, so ein Gehege ist gleich gebaut. Zur Not lasse ich es erstmal bei mir in der Stube. Wir gucken jetzt. Es wäre nämlich jetzt echt böse, wenn ich das Hühnchen wieder stehen lasse. Ich bin doch so verrückt auf die Hühner hier in dem Spiel. Weil die sind aber auf so designed. Mir gefallen die voll gut, ne? Komm, wir gucken mal. Jetzt bin ich total im Kopf schon. Ich glaube... Wir hatten schon mal so eine Situation und dann hat ein Teil gefehlt oder so. Weil jetzt sind wir hier. Ich meine, wir finden noch viele Hühnchen, aber jetzt sind wir gerade hier, weißt du? Und jetzt hat es auch das mit dem weißen Kopf, will ich ja auch nicht unbedingt. Es wäre halt schon schön, das mit dem weißen Kopf. Das wollte nämlich ein Adler werden und ist dabei ein Huhn geblieben. Kompromiss war dann der weiße Kopf. So, liebes Spiel, pass mal auf. Wir gehen mal ganz hoch. Wir brauchen auf jeden Fall die Kanone. Ich lerne schon mal die Kanone, ja. Und um die Kanone bauen zu können, brauchen wir 4 Kunststoff, 1 Metallbarren, 2 Bolzen. Boah, der Haifisch geht mir aber heute ganz gewaltig auf der Kanone. Ja, das schaffe ich natürlich nur mit dem Boden. Ja, ist okay, ich baue das jetzt dann gleich nach. Jetzt pass auf, pass auf. Da ist nochmal Müll rausgekommen, sehr gut. Sehr, sehr gut. 4 Kunststoff, jetzt pass auf, pass auf. Zap, zap, zap. Ein Metallbarren? Nicht wirklich, oder? Wir hatten doch vorhin noch einen Metallbarren. Wo ist denn der hin? Habe ich den zu irgendwas verarbeitet, was ich nicht wollte? Oder habe ich den zufällig irgendwo anders hingelegt? Wenn nicht, also Metallbarren zu farmen, dürfte jetzt nicht das obere Problem sein. Also einen Metallbarren kriege ich bestimmt nochmal besorgt. Vielleicht habe ich ihn in die Müllpresse geschmissen. Klingt das nach mir? Gar nicht, gell? Also pass auf, einen Metallbarren kriege ich nochmal gefahren. Dann gehen wir nochmal zurück. Da ist es doch, Blindfisch. Also, die Kanone haben wir, ne? Jetzt brauchen wir aber die Projektile noch. Juckt es sein Näschen? Haben wir die schon freigeschalten? Das ist das Insektennetz, das ist die Farbmühle, die kommt später bei mir erst. Was ist das hier? Fortgeschrittenes Sammelnetz? Fängt automatisch Gegenstände auf, die hineinschwimmen, kann mehrere Objekte enthalten, das ist ein einfaches Sammelnetz. Ah, es hat mehr Fassungsvermögen, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Beim hier, ne? Netzkanister, kann mit dem Netzwerfer verwenden. Also, ein explosives Pulver. Zwei explosive Pulver habe ich. Und ich habe noch die Chance... Ist klar, dass wir dann morgen angeln, ja? Was? Pass auf, pass auf, pass auf. Erforschen. Erlernen. 4 Steine und 4 Seile. Bams. Alles klar, ist gebongt. Wir versuchen morgen das Hühnchen zu kriegen. 4 Steine. 4 Seile. Und sobald der Barren fertig ist... Komm, mach dich fertig, Digga!
Kriege ich ein zweites noch hin? Ja, weißt du was? Dann holen wir uns das Hühnchen. Ich werde hier irgendwo einen kleinen Bereich vielleicht machen fürs. Vielleicht oben. Haben wir nicht damals das Hühnchen so eingekesselt? Wo waren denn die hübschen? Alles habe ich noch gar nicht gesehen. Wo waren denn die? Muss man die herstellen? Weißt du, was ich gerade suche? Diese Absperrung, wo man aus Seile knüpfen konnte. Mensch, die Lichterkette wollten wir uns bestimmt auch mal angucken. Vielleicht gucken wir uns die morgen auch noch an. Ist das vielleicht ein Rezept, das man erst finden muss? Ich meine, das war aber hier mit dran, ne? War das bei den Halbwänden? Ne, wenn nicht, baue ich es aus Halbwände halt, ne? Ist klar. Plankenzaun. Hier sind sie, die habe ich gesucht. Dass wir uns hier. Wir holen uns noch ein bisschen Holz von der Insel, machen die Decke zu und ich mache hier einen kleinen Bereich raus. Aber das Hühnchen, ich glaube, die Tiere sterben nicht mehr, ne? Da könnt ihr mich aber gerne berichtigen. Ich glaube, die sterben nicht mehr, wenn man sie nicht gießt. Also die. Aber die sollte man natürlich trotzdem machen. Die Grasfläche, wo war denn die Grasfläche? Hier ist die Grasfläche, muss ich Erde durchhauen? Dann haben wir doch alles. Weißt du was, das organisieren wir morgen. Das machen wir morgen, Leute. Wir werden dem Hühnchen einen kleinen 3x3-Bereich bei uns aufbauen. Dann haben wir es dabei. Dann ist er all dann immer allein, weißt du? So, und jetzt zur abschließenden Feier des Tages gibt es jetzt noch den Netzwerfer. Was, zwei Schrott? Ein Bolzen. Ne, zwei Bolzen. Ist auch egal. Hier, bau. Yes, Baby! Also komm, dann haben wir da morgen schon mal was. Kokoshähnchen. Warte mal, geschwind. Den haben wir doppelt. Kann ich den, wenn ich ihn doppelt habe? Also doppelt brauche ich sie nicht. Ich hebe ja alles immer gerne auf, aber doppelt brauchen wir das nicht. Kann ich dich in die Schrottpresse? Drücke oder halte die Taste für sanftes Drehen. Requires raw material. Ne, die nimmt er mir nicht. Rezepte lässt er mir nicht. So, jetzt habe ich, ach Gott, für morgen haben wir so viel schon vor. So, lieber Entsafter, ich hau dir mal ganz kurz Rezept 1, Rezept 2. Ah, da brauchen wir Milch für die Mangonana, die haben wir natürlich noch nicht. Machen wir uns morgen vielleicht einen Kokosschlag. Also Leute, wir versuchen morgens Hühnchen zu kriegen, einmal Holz holen, Decke zubauen, dann machen wir ein Seilgehege, ein, zwei oder vielleicht sogar schon drei Grasplatten. Und dann setzen wir das Hühnchen da rein. Einen Schuss habe ich ja schon, ne? Und den zweiten Schuss, den bauen wir uns. Und zwar ist es auch ganz easy, denn wir haben irgendwo. Ne, das ist der Flabber. Aber du hast irgendwo. Hast du welche gehabt? Ich weiß nur nicht, wo du es schon wieder hingeschmissen hast. Hier hast du doch schon rausgeholt. Oh, da bin ich gespannt, ob ich morgen mein Hühnchen habe. Sehr, sehr geil. Und da holen wir uns hier auch nochmal Würmer. Also morgen dann auch noch angeln. Ach du Scheiße, haben wir noch auf dem Zeug vor. Sehr gut. Bis dann.